Am Donnerstag, den 13. Dezember, lief die erste Folge der neuen ProSieben-Tanzshow Masters of Dance. Während der Sender zumindest die Einschaltquoten als Erfolg sieht, zeigen die meisten Kommentare im Netz ein ganz anderes Bild. Auf den ersten Blick haben einige Zuschauer Probleme, die neue Sendung von vergleichbaren Formaten zu unterscheiden. Grad ProSieben angeschaltet, hab Minuten gebraucht, bis ich geschnallt habe, dass es nicht The Voice ist. Doch auch die Aufteilung in zwei Bühnen, eine rote und eine blaue, sorgt eher für Verwirrung. In der Show treten zwei möglichst ähnliche Acts nacheinander auf jeweils einer der Bühnen gegeneinander an. Die Jury oder in diesem Fall die Masters entscheiden sich dann für eine Bühne. Warum die Acts nicht einfach nacheinander auf derselben Bühne antreten können, wird nicht erklärt. Das sorgt auch bei den Zuschauern für Unklarheiten. Irgendwie habe ich das Prinzip nicht verstanden. Warum gibt es Blau und Rot? Wirklich gleich sehen die Acts für mich nicht aus. Ein anderer Twitter-Nutzer stellte daher das Konzept in Frage. Ich finde das Konzept schwierig. Tanz ist, selbst wenn die Art dieselbe ist, immer unterschiedlich und schwer direkt zu vergleichen. Ich denke, diese Blau-Rot-Sache geht schwer auf. Immerhin konnte YouTuber Julian Bam als Teil der Masters ein paar Sympathiepunkte sammeln. Dass Julian einfach seine roten Schlappen anhat, ist sehr sympathisch.